Hofgeschichten, Leben und Arbeiten auf dem Land. Unsere Lieblinge noch einmal mit ihren schönsten Geschichten. Also ich bin eigentlich als Leitschaf, eigentlich, weil sie gerade wieder wegrennen, so die Spitze oder die Positionen, die orientieren sich im besten Falle alle an mir. Dann kommen sie hier Stück für Stück längs. Das Schöne ist immer, wenn sie da rauskommen gleich. Hopp, 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 hopp. Und manchmal stelle ich mich in solchen Dingen auch ein bisschen döschiger an, als es nötig ist. Aber natürlich noch eine Lage oben rauf. Jo, die sind das ja gewohnt, dass die von uns gestreichelt werden und ihre Massage kriegen. Döhle in der Lüneburger Heide. Josephine Schön und die Auszubildende Ann-Kathrin Friede müssen heute mit den Schafen eine besondere Aufgabe erfüllen. Heidepflege. Komm mit, Schafis. 700 Hektar ist ihr Beweidungsgebiet groß. Hallo. Aktuell ist jetzt hier kein gutes Futter, deswegen lassen wir jetzt auch sie nur so drüber schlendern, also ein bisschen ausbremsen, um dann ins Hauptgebiet zu kommen. Die fressen jetzt hier die Heidelbeertriebe. Die sind jetzt so ein bisschen lecker, weil hier schon kleine Triebe rauskommen, kleine Knospen von den Blättern. Ja, also die Heidepflege ist so eigentlich wie die Pflege meines Gartens. Dann haben wir eine schöne Heideblüte hoffentlich im August zur Heideblütenzeit. Und das ist die Aufgabe von uns. Nicht nur, aber auch mit, für eine schöne Heideblüte zu sorgen. Und dabei helfen uns die vielen Mitarbeiter. Die Blüte lockt viele Touristen hierher und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Doch als Landschaftspflegerin muss sie sich um das gesamte Beweidungsgebiet kümmern. Denn unsere Aufgabe hier in den Hütewäldern ist es, dass wir den Waldübergang sanft gestalten, sagt man. Also die sollen hier kleine aufkommende Bäume kurz fressen, abfressen, damit wir hier eben große Bäume in lichter Weise stehen haben. Und im Winter fressen sie auch noch die kleinen Kiefern, die hochkommen. Ja, wir können so für einen höheren Artenvielfalt sorgen. Also nicht nur für Pflanzen, die mehr Licht brauchen, die so offene Wälder brauchen, um da gut zu wachsen, sondern auch für Bodenbrüter und so weiter, die diese offenen Stellen lieben und ein bisschen Schutz haben. Dafür sind heute auch schon die jüngsten vierbeinigen Helfer im Einsatz. Oh, 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 oh. Ja, sowas ist immer toll, so Wurzeln und kleine Erhebungen. Da rennen die Lämmer immer voll gerne drauf und springen runter und spielen. Die Lämmer hat Josephine heute besonders im Blick. Carlos! Nein! Komm her jetzt, du Lumpi. Hütehund Carlos darf nicht zu viel Druck machen, denn für die Lämmer ist es heute der erste große Hütetag. Vom Prinzip macht er nichts Falsches, weil seine Aufgabe ist es ja, die Schafe zu kippen und zusammenzuholen. Aber ich hätte es gerne, dass ich es entscheide, wann er es tut und nicht eigenwillig. Und ja, und wer nervt, der muss dann halt an die Leine, weil die Schafe haben hier Vorrang. Es geht beim Hüten nicht darum, die Schafe zu ärgern. So, und die müssen jetzt auch mal fressen. So, wir müssen jetzt mal aufs Futter, endlich. Josephine versucht jetzt, die besten Stellen für ihre Schafe und die Lämmer in der Heide zu finden, damit alle satt werden. In Hamburg-Ochsenwerder müssen die Kühe gleich diese Dorfstraße überqueren. Das Vieh der Gärtnerei Sandmann zieht nämlich um, vom Stall auf die Weide. Betriebsleiter Markus Walkusch-Eiland überwacht die Reise. Die wissen schon Bescheid. Man hört, die kennen das schon. Da wird gebölkt und die kommen jetzt hier in den Treibewagen und werden hier so einen knappen Kilometer über die Landschaft getrieben und kommen raus auf die Weide. Chefin Alina hat sich im Stall um die Rinder gekümmert. Seit Oktober stehen sie dort. Die sind natürlich aufgeregt, weil sie nicht ganz genau wissen, was auf sie zukommt. Und man kann halt nicht alle gleichzeitig in den Hänger treiben, deswegen werden die so ein bisschen aufgeteilt. Alina freut sich, dass ihre Kühe jetzt endlich raus können. Ja, auf jeden Fall. Das sind Hereford, eigentlich klassische Mutterkühe, die halt dafür gezüchtet sind, dass sie Kälber bekommen, die sie versorgen können. Und los geht's. Hopp, 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 hopp. Vor allem haben die Rinder aber die Aufgabe, Mist für den Kompost zu produzieren. Damit wird dann der Boden fürs Gemüse gedüngt. Die anderen wollen auch gleich mit hinterher. Ja, werden schon ganz wild. Ja.
die charakterlich schwachen Tiere, das sind auch die ersten, die dann beim Schlachter landen. Also ja, wir sortieren natürlich gezielt dann auch aus und behalten die Tiere, die am ruhigsten sind. Und weiter. Damit die Kühe genug Platz haben, sind nur zwei von ihnen im Treibewagen. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn die stehen bleiben, können die sich hier verletzen am hinteren Gatter. Deswegen, so, das ist das Einzige, wo man manchmal ein bisschen gucken muss. Weiter. Hopp. Weiter. Hat er sich da ins Gras reingewälzt? Ja, kann man gut verstehen. Also beim Kühe raustreiben waren wir auch schon immer dabei als Kinder und so. Heizen ganz schön um die Kurve. Geht los. Der schwierigste Moment, die Passage über den alten Ochsenwerder Norderdeich. Eine vielbefahrene Dorfstraße. Der Name Ochsenwerder bedeutet übrigens Insel, auf der Ochsen weiden. Und weiter. Markus freut sich immer wieder auf einen ganz bestimmten Augenblick. Und dann kommen sie hier Stück für Stück längs. Das Schöne ist immer, wenn sie da rauskommen gleich. Hopp. Zum Betrieb gehören 25 Hektar Grünland. Ja, die andere Dame ist schon etwas gesetzter, ne? Wir haben das hier unterteilt und die sind jetzt den Sommer über eigentlich hier auf der Fläche. Wir haben nebenan auch noch Grünflächen, wo die weiden könnten. Also da haben wir genügend Grünland, dass sie den ganzen Sommer über ohne zusätzliches Futter stehen können. Die Gärtnerei vermietet auch noch Parzellen für Selbstversorger. Markus und seine Azubis wollen dort gleich Saatgut einarbeiten. Im kleinen Ort Schwienkuhlen, eingebettet in die holsteinische Schweiz, liegt der Hof von Familie Schramm. Es gibt Zuwachs auf dem Hof. Heldrick hat sich zum ersten Mal Puten zugelegt. Wir bekommen nur extra besonderes Putenfutter. Das haben wir hier auf der Palette. Das ist jetzt erstmal nur so ein Versuch mit den Puten, weil wir den Stall da frei haben. Da haben wir ja hier in unseren Big Bag Scoop unsere Strohpellets, die wir zum Einstreuen nehmen. Genau, dann haben wir das. Und dann kann das eigentlich auch schon losgehen. Heldrick hatte schon länger die Idee, Puten zu halten. Im Hofladen wird immer wieder nach frischem Putenfleisch gefragt. Wir haben ja zwar auch unsere großen Bauernhähnchen, aber die Puten sind halt vom Fleisch her noch mal ein bisschen anders. Und weil wir da überhaupt noch keine Erfahrung mit den Tieren haben, haben wir uns jetzt einfach mal ein paar bringen lassen. Und man muss dazu sagen, der Stall ist jetzt frei geworden, weil wir leider nicht mehr so viel Eier verkaufen können. Oder nicht mehr so viel Eier gekauft werden vorne im Laden. Die Verbraucher meinen ja, dass sie nun mal bei den Eiern sparen müssen können und sich dadurch mehr leisten können, jetzt durch die kommenden steigenden Preise oder schon vorhandenen höheren Preise für Sprit, Heizöl, wie auch immer. Und ja, verzichten dann lieber auf die Freilandeier von uns und kaufen die lieber im Supermarkt. Eine ganze Partie Legehennen, rund 80 Tiere, musste Heldrick schlachten, weil er auf den Eiern sitzen blieb. Jetzt hofft er auf ein gutes Geschäft mit den Puten. Wir haben uns jetzt extra für diese Bronzeputen entschieden, weil die ein bisschen robuster sein sollen als die normalen großen weißen Puten. Und das Besondere halt auch, neben, dass sie ein bisschen robuster sind, ist halt, dass die Bronzeputen nicht zu groß werden. Die Tiere bekommen ein Mischfutter aus Weizen, Rapsextraktionsschrot und gentechnikfreiem Soja. Dann müssen wir einmal die Tränke noch mal sauber machen. Heldrick hat die jungen Puten von einem Züchter aus Nordrhein-Westfalen gekauft. Sie sind jetzt 10 Wochen alt. Über die richtige Fütterung und Haltung seiner neuen Hofbewohner hat er sich bei Kollegen informiert und sich im Internet schlau gemacht. Dadurch, dass wenn die Tiere draus saufen, kommt da natürlich mal ein bisschen Schiet mit rein. Und durch die Wärme entwickelt sich dann immer so ein richtiger schöner Keimfilm hier in der Rinne. Und das muss dann halt immer regelmäßig einmal vernünftig geschrubbt werden. Und vor allen Dingen um die Tränke rum ist das dann ja auch mal ein bisschen feuchter. Kommt immer ein bisschen frischer Einstreu rüber, dass es halt auch immer schön trocken bleibt.
halt mit, das Wichtigste ist halt, dass die Fußballen oder die Füße von den Tieren immer schön trocken bleiben, weil sie sonst immer so leichte Entzündungen bilden könnten am Fußballen der Tiere. Was natürlich ein perfekter Eintrittsort für Keime ist. Füttern, reinigen, frisch einstreuen. Das steht jetzt täglich an bei den neuen Puten. Aber weil es jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen wärmer werden soll, müssen wir zusehen, aber die Tiere noch nicht raus sollen, müssen wir zusehen, dass wir hier die Tür einmal auflassen und dass wir hier so Matten vorstellen, dass hier zumindest ordentlich Luft reinkommt, dass sich das hier drin halt nicht so aufheizen kann. Mit ausgedienten Estrichmatten will Heldrick im Putenstall für Frischluft sorgen. Noch ahnt er allerdings nicht, dass das nicht ganz so einfach wird. Zurück in der Lüneburger Heide bei Josephine Schön. Sie ist heute mit ihrer Herde unterwegs. Ihr Auftrag? Heidepflege. Dabei muss sie gleichzeitig dafür sorgen, dass die Tiere genügend Futter finden. Ja, wir sind jetzt am Anfang erstmal noch ein bisschen unterwegs auf den Flächen, weil ich erstmal schauen muss hier in unserem Gebiet, an welchen Stellen wir hier im Winter oder im Herbst gepflegt haben und wie sich die Heide jetzt aktuell entwickelt hat. Und ja, die Schafe sind auch noch ein bisschen flott unterwegs, weil sie jetzt Hunger haben. Wir sind ja doch ein bisschen gelaufen, jetzt müssen sie erstmal fressen und da sind die Schnucken eher immer ein bisschen ungehalten und laufen viel und snacken dabei. Und wenn die gleich ein bisschen was im Bauch haben, dann werden die auch ruhiger und dann sind wir auch in einem guten Gebiet, wo höhere Heide ist und schöne Heide. Und dann können sie auch schön breit stehen und in Ruhe fressen. Komm hier. Hier. Doch bislang ist das Nahrungsangebot für die Tiere noch nicht besonders attraktiv. Ich weiß auch, warum die hier nicht mehr fressen und nicht schön stehen, weil hier ist ja auch gar nicht mehr so schöne Heide. Genau, hier haben wir jetzt zum Beispiel Heide, die noch grün ist, auch in der Tiefe. Und ich finde, von der Höhe ist sie halt viel voller und viel höher. Da können die noch gut drüber fressen. Und das wäre jetzt für mich schon, also das ist schon eine gute Stelle, wo es kurz gefressen ist. So tief muss es aber nicht überall aussehen. Also das ist wahrscheinlich ein Fleck, wo es besonders leckere Heide drauf stand. Ja. Und dann fressen die da immer gut runter. Also das muss man immer so ein Gefühl haben, wenn man mit der Herde drauf geht. Also wir haben jetzt auch Stellen, wo die Schafe dichter stehen. Da hat man also mehr Beweidungsdruck auf der Stelle. Genau, und dann bewegt man sich quasi wie so ein LKW immer mit der Herde durchs Gebiet. Im Frühjahr wird im Stall nicht mehr so viel zugefüttert. Die Tiere decken ihren Bedarf aus dem Angebot der Natur. Und wie schnell wächst die Heide jetzt? Von so klein auf so hoch zum Beispiel? Also die macht so pro Jahr dieses Stück eigentlich nur. Sie kann halt besser austreiben, wenn sie kurz und frische Möglichkeiten hat. Ja. 3 Jahre dauert die Ausbildung zur Schäferin und umfasst neben Pflanzen- und Tierkunde auch Hütetechnik. Wichtig dabei ist auch die richtige Körpersprache. Wir geben den Schafen mit unserer Position und unserem Stand quasi eine Richtung vor. Also ich bin eigentlich als Leitschaf, eigentlich, weil sie gerade wieder wegrennen, so die Spitze oder die Position, die orientieren sich im besten Falle alle an mir. Das ist eigentlich die Aufgabe der Schafe, das muss immer so ein Dreiergespann sein. Der Hund muss auf mich achten, auf die Schafe müssen auf mich achten. Und genau, wir müssen so ein Dreier-Team sein. Und durch das Rückwärtsgehen teile ich den Schafen sozusagen Raum vor. Ich muss immer gucken, jetzt standen wir zu lange und die hinteren, die langweilen sich und gehen woanders hin fressen. Und sonst geht man halt immer ein bisschen rückwärts und dann gibt man ihnen neues Futter und teilt ihnen neues Futter zu. Und dadurch rücken die Schafe nach und fressen dort, wo ich es möchte. Und wenn wir ganz weitergehen wollen, dann laufe ich einfach schneller. Weiter geht es auf der Suche nach einer geeigneten Fläche mit ausreichendem Nahrungsangebot. Genau, also hier ist noch viel hohe, dichte Heide. Hier können die Schafe noch viel fressen, damit die Heide wieder gepflegt ausschaut und eine gute Länge kriegt. Ja, und deswegen können sie jetzt hier sich auch weit verteilen und fressen und Pause machen. 8 Stunden lang wird Josephine mit den Tieren heute noch zum Fressen auf den weitläufigen Flächen umherziehen, damit sie am Abend satte und zufriedene Tiere hat. Auf dem Sophienhof in Neustrelitz sieht es bei den Sattelschweinen aus wie, mit Verlaub, im Saustall. Im ehemaligen Heulager machen sich die Sauen auf ihre Weise gemütlich. Oh, da liegt die Sau im Eimer.
Wegen der Schweinepestgefahr darf Carsten Duziak seine Tiere noch nicht auf die Wiese lassen. Nee, die wollen wir gleich einstreuen, müssen alles mit schick machen. Na ja, hier vorne, wenn nachher die Sonne drauf scheint, dann fangen die schon an, mit dem Wasser zu spielen und sich da reinzulegen und zu suhlen. Das ist denen jetzt schon zu warm im Wald. Kleine Extrabehandlung für die schlanke Sau, die weiterhin ein paar Ferkel ihrer dickeren Schwester mit aufzieht. Jo, die sind das ja gewohnt, dass die von uns gestreichelt werden und ihre Massage kriegen. Mal gucken, dass wir den das Fass da wieder eingebaut kriegen. Das Fass muss im Gehege fest verschnürt werden. Schweine probieren immer alles, was geht. Ein Kubikmeter Wasser aus dem eigenen Hofbrunnen. Für die Sauen und den Eber, der gleich nebenan steht, gibt's jetzt von Manuel und Thilo je 200 Liter Trinkwasser. Also bei den kleinen Händen, da kannst du von 2 Tagen immer mindestens ausgehen. Und bei denen hier, denkt man, die werden da vielleicht auch heute Abend schon leer haben, weiß man nicht. Ein Schwein braucht am Tag im Schnitt 10% seines Körpergewichts an Wasser. Sauen mit Ferkeln saufen bei warmem Wetter auch schon mal bis zu 45 Liter Wasser am Tag. Und das hier ist keine Verschwendung, sondern für die Hofpfütze. Die Besucher dort liebt Carsten. Ne, wenn man mal überlegt, wenn so eine Schwalbe im Nest 4, 6 Junge hat und die ja quasi vom Schlüpfen an nur mit Insekten ernährt, also mit Mücken und Fliegen und allem, was ja in der Luft fliegt, ja, den kann man davon gar nicht genug haben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg. Guck mal hier, die fliegen hier schon, die fühlen sich vor uns schon gestört. Die kommen gleich und bauen. Und die brauchen das halt hier mit dem Strohhalm, die sie auch quer im Maul tragen, also im Schnabel tragen, mit dem Verbau von der Modder. Und dann wird das ja näher wie Beton, so ein kleines Nest. Hart wie Beton war auch mal der festgefahrene Boden vom Heulager. Für einen Schweinerüssel kein Problem. Es könnte ja was zu fressen drin stecken. Daher kommt der gute Schweinenacken. Weil das Schwein in der Erde gewühlt hat. Und das sind so Urinstinkte, ja? Nahrungssuche mit der Rüsselscheibe, ja? Da, guck, jetzt frisst du was da unten. Da findest du irgendwas. Wahrscheinlich irgendein Wurm wird da unten drin sein oder irgendwas, was sie nach unten lockt mit der Nase. Da, guck, irgendwas frisst du. Sonst wird sie in dem Maul nicht. Da leckt sie irgendwas. Da ist was. Was ihr gefällt. Wo sind eigentlich die Ferkel der neugierigen Sauen? Die müssten doch auch schon Hunger haben. Denke ich mal. Aber die sind jetzt in der zweiten Hütte drin, die schlafen alle noch. Naja, nun wo wir reingeluschert haben, nicht mehr. Aber bevor ihr schönster Moment des Tages kommt, müssen erstmal die Mamas etwas zu fressen bekommen. Solange können sie hier noch entspannt kuscheln. In Ochsenwerder vermietet die Gärtnerei Sannmann auch Parzellen für Selbstversorger. Markus und seine Azubis wollen Gemüsesaat einarbeiten. Das gehört zum Angebot dazu. Ja, heute die ersten Aussaaten. Rote Beete, Radieschen, Erbsen und Möhren wollen wir heute sehen. Hier ist Rote Beete-Saatgut. Das sind so Knäuelchen. Dann haben wir hier einen Riesensack Zuckererbsen. Dann haben wir Radieschen und Möhren. Das ist das, was wir heute aussehen wollen. Also zwischen 40 und 50 ist gut. Ihr müsst jetzt einfach mal abdrehen und zählen. 3, 4, 5, 6, 7. Diese Arbeit bedeutet Anne viel. Diese Aussaaten ist ja so der Anfang, der Beginn von etwas. Und wir machen das ja irgendwie nicht so viel im Betrieb selbst. Und deshalb sind dann solche Aktionen wie gerade irgendwie was total Besonderes. Nachsehen ist schlecht. Okay. Lieber einen etwas zu dichten Bestand. Und dann sagen wir unseren Parzellenmietern auch, okay, ihr könnt hier so und so viel wegnehmen und oder die Zwischenernten. Und die anderen werden dann so schön groß. Rote Beete ist übrigens mein Lieblingsgemüse. So, wie viel haben wir? 127. Ich würde sagen, das passt. Ich würde sagen auch, das passt. Jule übernimmt die erste Aussaat mit roter Beete. Viele der 100 Parzellen sind bereits vermietet. Ja, fahr mal los, schön gerade, in der Mitte. Und ruhig mit Schwung. Einen Teil der Beete lassen sie frei, damit die Mieter auch noch eigenes Gemüse anbauen können. Ja, das sieht gut aus.
fällt auch schön was raus. Sieht prima aus. Also der Boden ist hier ziemlich gut, weil letztes Jahr waren hier auch schon die Biogärten und durch die ganze Vielfalt. Das tut dem Boden gut. Ja, also ist was Gutes zu erwarten hier. Das ist ganz guter, also sandiger, humoser Boden, der sich schnell erwärmt. Also das ist ein Unterschied zu dem Marschboden, der ein paar hundert Meter weiter dort auf der anderen Seite ist. Der hat einen nicht zu hohen Tonanteil und lässt sich auch früh im Frühjahr bearbeiten, ist recht fruchtbar. Und ja, die haben tolle Ernten hier, unsere Mieter. Kannst du uns einmal kurz vorher sagen, was deine Angabe abdrehen auf 40 Körner pro laufenden Dezimeter? Nee, laufenden Meter. Ach so, laufenden Meter. Laufenden Meter, LFDM. Ja, okay. Markus beackert noch einmal das Feld. So entstehen erhöhte Dämme fürs Gemüse. Wenn sie hier ebenerdig einsäen würden, könnten die Pflanzen durch zu viel Regen regelrecht absaufen. Deshalb muss Anne zielgenau arbeiten. Konzentration, dass man nicht verrutscht auf dem Damm, dass immer regelmäßig viel Körner rauskommen. Auch immer so ein bisschen den Blick auf oben haben, dass auch noch genug oben drin sind. Markus zeigt ihnen jeden Tag, wie Gemüseanbau funktioniert. Es macht Spaß, von ihm zu lernen. Er weiß sehr viele Sachen, ist ein toller Mensch, ist ein super Ausbilder. Eine Mietparzelle ist 45 Quadratmeter groß. Die Saison geht bis November. Auf Hof Schramm im ostholsteinischen Schwienkuhlen sind zum ersten Mal junge Puten eingezogen. Noch müssen die Tiere ein paar Tage zur Eingewöhnung im Stall bleiben. Bei dem warmen Wetter heizt der sich aber besonders schnell auf. Heldrick muss dringend für Frischluft sorgen. Ja, genau, das sind die Estrich- oder sogenannte Estrichmatten. Und da haben wir noch ein paar von über. Und die kann man da ganz gut für nehmen. Wir hatten die vorher für die Holunderbüsche vorne auf der Weide und hatten die da immer die kleinen Büsche mit eingezäunt sozusagen, dass die Legehennen nicht rankommen. Genau, und die gehen da eigentlich ganz gut für. Die ist noch ein bisschen demoliert. Nehmen wir mal die nächste. Oh, die sieht eigentlich ganz gut aus. Heldrick macht sich in diesen Tagen viele Gedanken darüber, wie es mit dem Verkauf im Hofladen weitergehen soll. So ein kleines Sommerloch hat es schon immer gegeben, aber jetzt mit der besonderen Zeit, sag ich mal, mit den steigenden Kosten und so weiter. Aber das kann ich nur ein Stück weit verstehen, weil wenn ich dann so Aussagen höre im Hofladen, ja, Herr Schrammann, wir müssen ja auch sehen, wir müssen ja auch mal sparen. Und die Eier für 4 €, also die schmecken auch echt gut und die schmecken auch besser als andere, aber nee, wir müssen auch irgendwo sparen. Wo ich mich dann aber auch frage, ja, Mensch, wenn ich nur zu Rewe gehe und kaufe mir den dann für 2,80 €, dann habe ich 1,20 Euro gespart, was ich mir dann dadurch mehr leisten kann. Ja, aber das muss ich so hinnehmen. Der Händler hatte mir den Tipp gegeben, sieh zu, dass sie möglichst viel Luft bekommen, die Tiere. Nur natürlich auch keine Zugluft. Dachte ich mir, dass wir diese Matten hier vorstellen. Die Wärme ist nicht das einzige Problem. Auch die 5 Hofkatzen und die beiden großen Hofhunde drehen gerne mal ihre Runde um den Geflügelstall. Und manchmal stelle ich mich in solchen Dingen auch ein bisschen döschiger an, als es nötig ist. Aber und nun natürlich noch eine Lage oben rauf, dass sie hier nicht rüberflattern können. Nö. Die neuen Puten bleiben bis Mitte Dezember auf dem Hof, dann sind sie schlachtreif. Heldrick hofft, dass sich das Putenfleisch genauso gut verkauft wie das seiner Perlhühner im großen Stall nebenan. Hier muss Heldrick auch noch improvisieren. Genau, eigentlich müsste das so reichen. Da haben wir ja hier unsere Kabellampe, die ich noch gefunden habe. Genau, dann hängen wir die hier so hin. Und dann reicht das Licht eigentlich auch für die Nacht, so als Orientierung für die Tiere. Da sind sie trotzdem so im Schlafmodus, aber können sich halt trotzdem orientieren, falls was sein sollte. Aber man kann das jetzt da ganz gut sehen, hinten in der Ecke zum Beispiel, dass sie sich da immer so ein bisschen auftürmen. Und das ist halt nachts auch. Und manchmal hat man das, dass sich dieser Block nicht rechtzeitig auflöst. Im schlimmsten Fall könnte dann auch mal ein Perlhuhn erdrückt werden. Beim Geflügel ist die Arbeit für heute getan. Als nächstes will Heldrick noch eine Runde durch den Schweinestall drehen.
Auf dem Sophienhof in Neustrelitz sollen die Sattelschweine neues Stroh kriegen. Gute Gelegenheit für Bauer Carsten Duziak und Mitarbeiter Thilo Käther, auch die alten Rundballen aufzubrauchen. Aber nicht alle eignen sich. Jetzt hat ein Streustroh. Das müssen wir nicht einstreuen. Das ist, kommt auf Misthaufen mit drauf. Das ist nass und oll. Aus dem ersten eigenen Sattelschweinwurf hat Carsten nur die Sauen behalten. Die anderen männlichen haben wir ja quasi weiterverkauft. Die waren ja hoch begehrt bei den privaten Haltern aus dem ersten Wurf heraus. Und ja, jetzt gucken wir mal. So ähnlich werden wir das mit dem zweiten auch machen. Beziehungsweise vom zweiten werden wir mehr behalten und selber dann groß messen, weil wir die ja dann auch für den Hofladen irgendwann brauchen zum Weihnachten nachher. Und hier gucken wir mal, also zwei, die sind schon recht schön hier, die hier vorne und die dritte dann. Die anderen sind jetzt nicht so schick gewachsen, die Mädchen. Die eine ist ein bisschen kurz, die da hinten an der Tränke steht, ein bisschen kurz gedrungen so. Also die würde ich nicht unbedingt beilassen, aber die hier vorne und die dritte hier, die jetzt beide fressen, die sind schon ganz schicke Sauen. Seine Sattelschweine passen gut in die Zeit, findet Carsten. Die Frage wird einfach sein, ob wir uns das in Zukunft noch leisten können, ein Schwein mit Getreide und 100% zu, also Getreide und Eiweißpflanzen 100% füttern zu können. Auch aufgrund der Rohstoffgeschichten, die zurzeit so auf der Welt los sind, sind wir ja in der Tierhaltung auch extrem verwöhnt. Das ist ja auch Ziel, dass für die quasi der geschlossene Kreislauf nur hier auf dem Hof stattfindet. Die kommen mit Roggen klar, die kommen mit Hafer klar, die kommen mit Lupinen, Erbsen und mit Bohnen klar. Was wir nicht haben, ist Mineralstoff, ne? Futterkalk, Futtersalze, das haben wir natürlich nicht. Und Weizen zum Beispiel brauchen die überhaupt nicht. Ja, das ist ja Vergeudung. So ein paar Sachen wie auch mal eine Bierhefe und sowas kann auch nicht schlecht sein, einfach für die Magen-Darm-Geschichte. Aber zum Beispiel fressen die auch total gerne Silagen. Ja? Nun ist so viel vom Fressen die Rede gewesen, dass es auch im Schweineabteil nebenan die Ferkel rauslockt. Schon Appetit auf trockenes Futter? Nee, das ist nur spielerische Nahrungsaufnahme. Also einfach bei der Mutter das kennenzulernen. Also die fressen jetzt noch keine Unmengen. Ne? Und das ist einfach nur so diesen Magen-Darm-Trakt dran, langsam dran zu gewöhnen. Eben halt wiederum mit dieser Rüsselscheibe, ne? Zu schieben, zu suchen. Das wichtigste Nahrungsmittel für diese Ferkel ist weiterhin die Milch ihrer Mütter. Aber die kümmern sich erstmal um ihre eigene Mahlzeit. Auch ein Schwein achtet, wenn man es lässt, auf ausgewogene Ernährung. Na, guck, jetzt nehmen sie ein bisschen Heu ins Maul. Das knietschen sie auch noch durch. Man sieht auch, die Rohfaser brauchen für eine ordentliche Verdauung. Und Heu ist so immer cool bei Tieren, bei allen Tieren. Und dann kommt er. Der Ton, der für Ferkel der schönste Klang des Tages ist. Dieses rollende, lockende Geräusch, das sie die Ferkel ans Gesäuge lockt und den Milchfluss freigibt. Und damit sind bei Familie Sattelschwein jetzt erstmal alle zufrieden.